Das olympische Feuer wird in diesen Tagen wieder entzündet. Denn am kommenden Wochenende beginnen in Peking die Paralympics. Nach den sportlichen Wettkämpfen der Nichtbehinderten treten nun Athleten an, die mit körperlichen Handicaps um olympisches Gold kämpfen. Was das Handwerk aus der Region damit zu tun hat, ist heute unser erstes Thema. Denn im Westerwald fertigt ein Orthopädie-Mechaniker Beinprothesen für normales Schritttempo bis hin zur Hightech-Prothetik. Darunter versteht man Prothesen für Spitzensportler. Kein Wunder also, wenn das Orthopädie-Team aus Stock und Püschen seinen Athleten in China die Daumen drückt, sofern es der Werkstattalltag zwischen Prothesenfertigung, Anpassung und Kundenberatung zulässt. Hier läuft alles ganz normal. Doch was passiert, wenn man wahrhaftig nicht mehr auf zwei Beinen durchs Leben gehen kann? Wie verändert sich der Alltag und wer hilft, diesen zu meistern? Einer, der es aus eigener Erfahrung weiß, ist Rainer Kraus, der offen darüber spricht, wie er sein rechtes Bein verlor und wie es dann weiterging. Das habe ich verloren durch Krankheit, und zwar Knochenkrebs im Kniegelenk, vor fast 40 Jahren. Damals war ich noch jugendlich. Ich war eigentlich damals leichtathletisch begeistert, selbst aktiv gewesen. Am Anfang etwas schockierend, aber ich denke, es gibt Möglichkeiten, auch als Behinderter aus seinem Leben etwas zu machen. Orthopädie-Mechaniker wie Thomas Kipping helfen Menschen, trotz körperlicher Einschränkungen wieder aktiv am Leben teilzunehmen. Sogar Skifahren oder Joggen ist dann wieder möglich. Dafür leistet der Handwerker auch psychologische Motivation. Und wir versuchen halt immer, möglichst die Lebensqualität wieder zurückzugeben an dieser Stelle, die sie geglaubt haben, verloren zu haben. Was dazu kommt, ist halt, dass uns heute natürlich viel an Hightech-Prothetik dazu hilft, diesen Menschen halt auch die Lebensqualität technisch zurückzugeben. Wobei da kommt es immer mehr noch auf den Mensch an, der in der Prothese steckt, dass er gewillt ist, motiviert ist, damit zu trainieren, um überhaupt diese Vorteile ausnutzen zu können. Hier in der Werkstatt werden dafür die handwerklichen Grundlagen gelegt. Präzise, mit geübten Handgriffen entstehen Prothesen. 7 Mitarbeiter greifen zum Werkzeug, ob nun für den normalen Alltag oder den Spitzensport. Das Unternehmen von Thomas Kipping ist Sponsor der Behindertensportabteilung von Bayer Leverkusen und betreut 5 Sportler, die jetzt in China am Start sind. Medaillenhoffnungen gibt es ganz große. Natürlich ist jedes Paralympics ist immer ein Highlight. Da sieht es im Moment gerade bei Heinrich Popov sehr gut aus. Der ist sehr, sehr schnell unterwegs und ich hoffe, dass er halt da wirklich einen guten Tag erwischt und richtig einen raushaut. Und das ist halt so unsere Silbermedaillenhoffnung Nummer 1, sagen wir mal. Sollte dieser Traum in Erfüllung gehen, dürfen die Handwerker auch mal am olympischen Silber schnuppern. Lohn für die geleistete Arbeit. Aber nicht nur deshalb schwärmt man hier für den Beruf. Ich finde den Job deswegen so gut, weil er halt eben auch eine sehr soziale Komponente hat. Sehr oft werde ich natürlich auch gefragt, was verdient man da? Da muss man auch höllisch viel Geld verdienen, weil man sehr oft vielleicht in die Stufe gestellt wird eines Arztes, was grundlegend total falsch ist. Wir bewegen uns in einem Handwerk. Es ist und bleibt ein Handwerk. Aber die soziale Komponente spielt halt für mich persönlich und für meine Mitarbeiter eine große Rolle. Das heißt, wir wissen, wenn wir einen guten Job machen, dann hat derjenige, für den wir den Job gemacht haben, wirklich an Lebensqualität dazu gewonnen. Das ist ein gutes Gefühl. Wieder ein gutes Gefühl haben Behinderte nicht nur dank Kippings Prothesen, sondern auch, wenn sich ihre Mitmenschen einfach ganz natürlich sich verhalten, das ist das Beste. Denn ich denke, ein Behinderter braucht kein Mitleid, sondern einfach angenommen sein, so wie er ist. Um das Angenommenwerden, so wie man ist, geht es auch in unserem nächsten sportlichen Beitrag. Genauer gesagt um Jugendliche mit sozialen Defiziten, Problemen beim Lernen oder Sprachbarrieren. Die HWK hat sich zur Aufgabe gemacht, diese jungen Menschen dort abzuholen, wo sie stehen und ihnen eine Perspektive zu geben. Mit einem außergewöhnlichen Förderprogramm für den Start ins Berufsleben. Und siehe da, der Erfolg gibt dem Projekt Emotion recht. Tanzen als Projekt. Mit Emotion geht die Handwerkskammer Koblenz neue Wege. 30 Jugendliche sollen sich so auf ihre bevorstehende Ausbildung vorbereiten. Hinter dem Spaß steckt harte Arbeit, denn es geht um Teamgeist, Pflichtbewusstsein, Disziplin und Ausdauer beim Verfolgen von Zielen. Werte, die das Tanzprojekt vermittelt.
Tanzen ist ja nicht nur Spaß, Spaß ist auch, das ist ja auch im Vordergrund, aber es ist auch hart arbeiten mit der Gruppe zusammen, Teamwork, alles muss dabei sein, das muss alles passen. Wenn man zum Beispiel mit den anderen, da geht man auch hin zum Beispiel, ja, kann ich dir helfen oder ja, zeig mir das doch mal, dieses Nachfragen, das ist hier auch tagtäglich, das braucht man auch. Und genau diese Fähigkeiten haben Sören Jung bereits weitergebracht. Er hat seinen Lehrvertrag zum Mechaniker inzwischen in der Tasche, dank optimaler Vorbereitung. Ich habe eine Handwerkskammer, das berufsvorbereitende Jahr gemacht. Und da hatte ich in der Metallwerkstatt, hatte ich dann meine Grundkenntnisse weiter ausgebaut gehabt. Und da habe ich mich hier beworben und habe dann einen Einstellungstest hier gemacht. Und da haben die Leute in der Handwerkskammer sehr gut geholfen mit Fachbüchern und alles Mögliche, wo ich mich sehr gut darauf vorbereiten konnte. Ja, und dann hatte ich hier 3 Tage Praktikum gemacht und dann habe ich auch die Stelle hier bekommen als Auszubildender. Zum Förderprogramm zählt auch das Verfassen einer Bewerbung oder die Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch. Es geht um die passenden Worte, die Rhetorik. Praktisch greifen die Emotion-Jugendlichen aber auch zum Werkzeug. In den HWK-Werkstätten wurde am Bühnenbild gefeilt, denn auch das ist unter ihren Händen entstanden. Also Job und Selbstfindung in einem Tanzprojekt? Wenn man zum Beispiel sagt, Tanzen ist vielleicht nichts für mich oder sowas, aber das ist gut, weil da werden eigentlich Grundkenntnisse mitgegeben, wofür man eigentlich alles braucht im Berufsleben. Ziel erreicht. Denn die meisten Teilnehmer des Projekts haben dank Emotion einen Ausbildungsplatz gefunden. Hinzu kommt in diesem Fall sogar noch Applaus. Denn am 11. und 12. September bringen die Jugendlichen ihre einstudierte Choreografie auf die Bühne. Unter Mitwirkung des Staatsorchester Rheinische Philharmonie in der Stadthalle Ochtendung. Wer bei der Premiere von Emotion am 11. September in Ochtendung dabei sein möchte, kann gleich hier im laufenden Programm Freikarten für das Event gewinnen. Nächste Woche geht es bei HWK TV um die Wurst. Wir gehen für Sie auf Achse und berichten über die Abenteuer von rollenden Handwerkern auf und neben der Landstraße.